So, also wir wollen gerne wissen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Spart nicht mit Kritik. Ich weiß nicht, ob wir dem noch ein Eigenstatement voransetzen wollen. Jetzt auch hinterher machen. Also, ja, also vielleicht nur so voraus. Wir haben ja diesmal das Modell vom letzten Mal übernommen im Wesentlichen. Ich finde, dass es mit dem Freitag, obwohl es kein Feiertag war, verhältnismäßig gut geklappt hat. Ich glaube, ich hatte so 70 Leute irgendwie dann auch da, von 90, die sich angemeldet haben. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele uns überhaupt durch die Lappen gegangen sind. Es gibt ja mal ein paar Ausfälle. Und ja, das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ob das Zeitmodell sozusagen für euch auch gepasst hat. Ist noch andere Sachen, die euch jetzt im Besonderen interessieren? Lob ist auch ganz gut. Ja, Lob wird überbewertet. Was haben wir noch? Verhältnis von Vorträgen zu Workshops, zu Freizeit, zu Bespaßungsprogrammen. Also, Genau. ob da so die Hier wird schon die Verhältnisse erste Meldung. Essen, alles. Also ich fand es ganz gut, dass, wie gesagt, der Freitag so ja nicht bespielt wurde mit einer Abendshow. Hatte auch das Gefühl, dass das so jetzt mit die Mischung Vorträge, Sessions ganz gut geklappt hat. Und ja, ansonsten das Essen war wieder super. Also, die Renke ja sagte, das Essen hier ist das Wichtigste. Und also bei dem Podcaster Jeopardy gestern hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch einfach nur mein Problem, und was, wenn man in der falschen Podcaster-Bubble sich bewegt, nicht so viel jetzt gestern wusste. Dafür hat man ja viel gelernt. Das ist ja auch gut. Mich würde da tatsächlich mal interessieren, von welcher Podcaster-Bubble, also in welcher du dich bewegst und wo du meintest, dass zu wenig daraus da war. Also offensichtlich in der falschen. Also ich habe 63. Ja, aber na, das haben wir ja alle gesehen. Gut, dann. Ja, aber wie würdest du denn dein? Also ich habe gehört, dass es zu Berlin-lastig gewesen sei, worauf ich dann mal definiert habe, dass eine N-1-Schalte nicht wirklich viel mit Berlin zu tun hat. Auch, also würde mich tatsächlich mal interessieren, weil also wir sind ja offen hier für weitere Öffnungen der Kategorien und so. Wir haben uns ja schon viel Mühe gegeben, zum Beispiel mit sehr vielen Frauen einfach auch. Hörst du etwa keinen Frauen-Podcast? Ich höre. It's a trap, it's a trap, it's a trap. Wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ich höre offensichtlich zu viel Tech-Podcasts, ja, wahrscheinlich. Also. Dann nehme ich das jetzt als Lob, weil wir zu wenig Tech-Podcasts hatten. So, das Weiter Zweite. geht's. Ja, das war mein erster Workshop tatsächlich. Ich habe viel über Podcasting gelernt. Ich glaube, ich fühle mich jetzt in der Lage, da vielleicht mal auch einzusteigen und vielleicht irgendwie mal was zu starten. Mal gucken, man weiß ja nie. Ja, das Essen war sehr gut. Ist, glaube ich, auch immer wichtig. Ich fand, es war sehr vollgepackt, das Programm. Also man hatte wenig jetzt mal so Freiräume. Ich glaube, man hatte wirklich nur die Mittagspause und die Abendbrotpause, und dann war ja auch Sonnabend dann gleich nochmal so dieses Hacker-Jeopardy vielleicht, dass man auf dem Sonnabend vielleicht abends dann eher Freiraum lässt und die Leute eher socializen lässt, als da nochmal so eine sehr schöne, muss ich sagen, Sonntagabendshow zu machen. Also letztes Mal hatten wir ja schon hatten wir am Freitag ja auch noch Abendprogramm. Das haben wir aus diesen Erwägungen rausgenommen, also auch Okay. aus organisatorischen Erwägungen, aber wir haben explizit den Freitag jetzt mal komplett offen gelassen, und ich hatte so den Eindruck, dass das, also das war zumindest das Ziel, genau dieses Bedürfnis zu machen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn man sozusagen das erste Mal da ist, dass man sozusagen noch mehr sozialen Freiraum braucht, aber man will ja auch was zu lachen haben. Das stimmt. Und ihr dürft euch, also man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen frei machen davon, alles besuchen zu wollen. Also also es ist hier nicht obligatorisch, dass man an jeder Veranstaltung teilnimmt und dass man an jedem Vortrag und jeder Session teilnimmt. Na, der Ralf hat schon sozialen Druck ausgeübt, ne, mit seinem Jeopardy. Das muss man schon mal sagen. Ne? Ja, Ralf halt. Ja. You'll thank me later. Auch davon muss man sich irgendwann frei machen. Ich spreche aus Erfahrung. Wie lange ist eure Hochzeit jetzt? Egal. So, ich würde auch vor allem gern von den Leuten, die das erste Mal sind, was hören. Also hatten wir jetzt schon, aber
Da unten auf dem Boden. Das ist natürlich immer das Interessanteste, ja. Auch von irgendjemand, der schon immer da war, ob es noch spannend ist. Ja, ich bin weder schon immer da noch zum ersten Mal. Aber ich glaube, man merkt total, dass euch das total wichtig ist, hier das Beste rauszubekommen. Und das ist nicht wenig Arbeit, glaube ich. Deswegen, bevor ich irgendwas anderes sage, ich bin total dankbar, dass ihr das macht. Ich sehe, wie viel Herzblut ihr da reinbringt und wie viel Zeit ihr da rein opfert. Ich möchte euch allen vier und allen, die da sonst mitwirken, herzlich danken. Was mir darüber hinaus aufgefallen ist, die Pausen sind tatsächlich immer sehr knapp. Ich bin ein Freund davon, Tim von der Bühne zu jagen, wenn er überzieht. Also wenn ich mir fürs nächste Mal was wünschen darf, dass ihm knallhart das Mikrofon abgeschaltet wird, wenn er sich nicht an die Zeit hält. Ich würde vorschlagen, wir machen hier so links und rechts so mobile Mistgabeln, die man so im Fall von Überzug... Weil ansonsten hält er sich ganz offensichtlich nicht dran. Ja, der Punkt war, dass seine letzten Punkte schon mit den interessantesten waren. Ansonsten wäre ich da rigoroser gewesen. Was aber unglaublich diszipliniert hat, war, als wir jetzt hier am letzten Tag wirklich die Uhr vorne haben mitlaufen lassen für Leute. Da hat nämlich exakt niemand mehr überzogen zu. Ich hatte das wirklich durchgerechnet. Exakt jeder davor. Ja? Also das ist, glaube ich, wieder so ein ganz einfaches Gimmick, mit dem man das nächstes Mal ein bisschen disziplinieren kann. Ja. Der andere Punkt, ich glaube, die Pausen könnten ein bisschen... bisschen großzügiger gewählt werden, dass man also vielleicht... Ich glaube, da wird auch noch ein bisschen mehr überzogen. Also vielleicht sollten wir einfach mal so einen Gong einführen, weil man merkt, es schaut halt einfach nicht auf die Uhr. Und wenn man irgendwie so einen Pausengong installiert bekommen, wäre da, glaube ich, schon eine Menge geholfen. Ja, das war's. Ich bin auch das erste Mal hier gewesen und ich finde gerade die Organisation und die Balance von dem Content fand ich total großartig. Auch das mit dem Freitagabend war für uns erstmal ankommen und hatten schon mal ein bisschen Content, aber danach nochmal erstmal Ruhe, um sacken zu lassen und anzukommen, und dann den Samstagabend voll fand ich total großartig. Und es gebührt nicht nur euch Dank, die hier das Ganze auf die Beine stellen, was auch viel Arbeit ist, ich kann das nachvollziehen, sondern auch alle Leute, die hier sind. Wir sind das erste Mal hier, haben uns nie so gefühlt, so, oh, die Leute kennen sich alle und wir gucken uns das erstmal von außen an, sondern wir waren sofort mittendrin, kamen mit vielen Menschen ins Gespräch, alles war total offen, obwohl sich auch viele schon kannten. Wir haben uns niemals ausgeschlossen gefühlt, sofort mittendrin, das ist total großartig, danke. Super. Ja, ich bin auch zum ersten Mal da und fand die Organisation wirklich hervorragend. Hat alles war super. Ich hätte gerne etwas längere Sessions gehabt, weil ich immer das Gefühl habe, dass immer dann, wenn man in den Sessions gerade so die interessanten Dinge besprochen hat, dann war die Zeit um. Vielleicht kann man da noch was machen. Wir hatten früher mal gestartet mit 20 Minuten Sessions, in der Tat. Those were the days. Kam uns dann irgendwann jetzt also schon ganz radikal vor, dass sie jetzt 45 plus in Klammern 15 Minuten Umbau sind. Irgendwann geht's halt wieder auf die Breite. Ne? Also wenn du sie halt anderthalb Stunden machst, hast du halt nur noch die Hälfte der Sessions, die ihr halt unterbringen kannst. Das ist ein bisschen so der Trade-off, den man da hat. Ich glaube auch, dass sich da nicht mehr so richtig viel rausquetschen lässt, weil auch nicht jede Session hat jetzt unbedingt dann die Power für eine Stunde oder so. Also das ist halt so ein Abwägen. Ich habe so den Eindruck, wenn man in einer Session von 45 Minuten das Thema noch nicht rübergebracht hat, sodass auch alle bereit sind, danach drüber nachzudenken, war die Session vielleicht ohnehin überflüssig. Also die Frage ist, ob man einen alternativen Track anbieten würde, wo man vielleicht längere Sessions anbieten kann. Doppeltrack sozusagen. Also halt nicht grundsätzlich, aber vielleicht so einzelne, weil es gibt einfach Themen, du zum Beispiel, du kannst dich ja nicht kurz halten. Das heißt, du könntest schon mal so eine etwas leckere Session buchen, beispielsweise. Ist ja auch von allgemeinem Interesse.
Ja. Das Problem dann ist natürlich, dass man weniger Themen allgemein unterbekommt. Also wir hätten jetzt mit Sicherheit, also auch ich habe auch im Gespräch rausgehört, es waren noch so 4, 5 Vorschläge da, die man noch hätte sehr gut machen können. Auch Kaspar hatte gestern noch den Vorschlag, dass man mal was macht, wie führt man Gespräche, wie lädt man ein zu Interviews, solche Geschichten. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Schade ums Thema, war aber auch einfach kein Platz mehr. Und wenn man dann noch doppelt belegt, ist, glaube ich, schwierig. Und dazu auch, das ist ja so die ein bisschen die alte Podcaster-Diskussion. Ja, macht man jetzt kurze Podcast, dann macht man lange Podcasts und das, wir haben halt hier Vogonen und wir haben hier dann die, die lieber den täglichen Coffee Break haben. Fasse und, nicht lang. ja, ne, ist halt jedem ja will. Deswegen haben wir ja letztes Mal eingeführt, dass wir die Dokumentation im Sendegate machen und dann auch explizit schön wäre, wenn dort dann weiter diskutiert wird. Ich finde den Kommentar übrigens gerade am besten hier. Vielleicht sollte auch noch viel mehr genutzt werden, dass wir uns hier so flexibel irgendwie in kleinen Gruppen finden und über spezielle Themen reden, weil das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Und das, die Möglichkeit, finde ich, wird noch viel zu wenig genutzt. Müssen wir mal gucken, wie man es motivieren kann. Aber oder ob es überhaupt nötig ist, weil die Leute, die gemeinsam arbeiten wollen, wie wir jetzt von der Wissenschaftswebseite, die haben sich eh zusammengesetzt. Aber es wäre sicherlich noch Potenzial, noch einen dritten Tag oder so zu machen, dann wird die Veranstaltung aber ein bisschen schwieriger von der Zeitlogistik. Ja, wann machen? Noch einen Montag dazu, blöd, Freitag dazu, dann noch den Donnerstag, dann können wieder Leute nicht kommen, dann hast du sehr viel Varianz. Also das ist schwierig, müssen wir mal sehen, wie man das beantworten kann. Vielleicht muss man irgendwann nochmal zusätzliches Ding machen, was einen anderen Schwerpunkt hat. Also entweder nur mehr Konferenz oder nur mehr so offene Session-Geschichte. Ich finde jetzt die Mischung erstmal so ganz brauchbar, weil es, ne, es ist nicht, es ist irgendwie von allem was da. So. Varianz in den Themen finde ich für mich einfach, man findet halt immer irgendwas, was einen interessiert. Ja, Bandbreite ist gut. Gut. Noch irgendwelche? So, ich habe noch eine kurze Idee zu den Längen der Sessions. Ich denke, es wäre vielleicht zu überlegen, ob man die Samstags-Sessions lang macht. Also 45 Minuten finde ich reicht. Also man könnte überlegen, ob man auf eine Stunde geht, aber das halte ich eigentlich fast für zu lang. Aber die Sonntags-Sessions oder vielleicht die Sonntags-Nachmittags-Sessions dann auf halbe Stunde oder 20 Minuten reduziert, dann hätte man im Prinzip zwei verschiedene Arten, nämlich die einen, die so auf wir machen so richtige so richtige Seminare, wie benutzt man Ultraschall, wie benutzt man Podlove, und dann in den Sonntags-Sessions, wenn die Leute sowieso schon einiges an Eindrücken gesammelt haben, könnte man noch so kurze Diskussionsrunden eben machen, was brauchen wir denn zukünftig, wie soll es denn weitergehen, so dass eben nicht dann einer irgendwie lange irgendwas vorstellt, sondern dass dann nur eben so für so Brainstorming-Veranstaltungen wie zum Beispiel die Diskussion jetzt um den Webplayer 4.0, da wäre es vielleicht sowieso ganz geschickt, wenn man die nach 20 Minuten einfach cuttet, weil dann wiederholt sich sowas sowieso immer wieder. Und deswegen wäre das vielleicht ein Modell. Also meinst du was wie Basis-Timeslot am Samstag 45 Minuten und am Sonntag 30 Minuten, und zur Not kann man ja dann wiederum doppeln oder so. Ja, das muss man mal, okay, das ist eine Idee. Hat aber auch wieder ein bisschen einen Nachteil, weil also auch da wieder Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Tage gesammelt habe, manche trauen sich nicht, am ersten Tag ihre Sessions einzureichen und zu machen, und das ist aus mehrerlei Hinsicht doof, weil wir natürlich den Samstag mit viel mehr Sessions bestücken können, weil wir da einfach den ganzen Tag haben. Und wenn wir dann quasi den zweiten Tag da rausnehmen würden aus dieser normalen Session-Rotation, dann hätte man diese Sachen gar nicht mehr. Also dann müsste man wirklich hier öfter kommen. Und also es hat also ein bisschen Vor- und Nachteil. Müssen wir mal gucken. Abwägungssache, müssen wir schauen. Aber eigentlich traut euch mehr Sessions einzureichen, gleich von Anfang an. So, da hinten. Andi darf nächstes Mal nicht kommen. Ja. Darf ich? Ja, mach. Ja, gut. Ja, mir hat es auch wieder sehr gut gefallen. Ich war das zweite Mal da. Ich kann jedem empfehlen, zumindest zweimal mindestens zu kommen, damit man eben die Kontakte, die man beim ersten Mal geknüpft hat, auch vertiefen kann.
Ich fand es schade, dass diese Bildervorstellung anscheinend nicht stattgefunden hat, ja, weil eben manche nicht am Freitag vielleicht sogar schon da waren und die Vorstellungsrunde mitmachen konnten. Das wisst ihr selber eigentlich. Ne? Haben wir gestern sogar schon gesagt. Ja, genau, eben. Und eine Frechheit war, wenn wir sind alle Podcaster, wir könnten doch auch einfach in 1,5-facher Geschwindigkeit die Sessions abhalten und dann kriegen wir auch mehr Content unter. Nee, also habt Spaß, hat viel Spaß gemacht und gute Zeit wünsche ich euch. Ja, also dass wir einen Metadaten-Fail hatten, das haben wir schon gesagt, das machen wir nächstes Mal wieder besser. Und was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt natürlich nicht nur den Podlove-Podcaster-Workshop, sondern es gibt auch noch viele andere Veranstaltungen. Ich habe gesehen, Barcamp für Podcasts im Ruhrgebiet gibt es jetzt. Und ja, also genau, hast du ja auch gesagt, da wirst du da sein. Dennis, kannst du noch mal ganz kurz? Genau, sag also, doch mal, gibt es da schon einen Termin? Das ist natürlich jetzt nicht vorbereitet. Ich glaube, am 21. und 22. Februar in Essen im Unperfekthaus, da findet eben von unserem Podcast-Verein veranstaltet ein Podcast-Barcamp statt. Soweit ich weiß, ist Methodisch Inkorrekt mit einer Session dabei, Huxilla glaube ich auch. Abends gibt es irgendwie ein Musikprogramm, also das wird eine coole Geschichte auf alle Fälle. Ja, also auch da gibt es Möglichkeiten, dass man sich dann mehrmals im Jahr trifft. Es muss ja nicht immer PPW draufstehen. Entschuldigung. Ich war ja auch zum ersten Mal da und einfach zwei Anmerkungen, die mir aufgefallen sind. Ich weiß auch nicht, ob das eine Kritik ist oder ein Lob, aber wenn man zu einer Veranstaltung geht, die Podlove im Namen hat, hier geht es natürlich super viel um Podlove. Also es scheinen sich ja alle Leute einig zu sein, dass man mit Reaper schneidet, das Ganze dann in WordPress haut, in dem das Podlove-Plugin läuft. Bei mir trifft davon überhaupt gar nichts zu, weder bei meinem privaten Podcast noch bei meiner Arbeit beim BR. Da hätte ich es auch spannend gefunden, in irgendwie andere Richtungen zu gehen. Aber mir ist auch klar, dass man das einfach im Barcamp-Teil hätte anbieten können. Und eine zweite Anmerkung, was ich auch noch spannend gefunden hätte, irgendwie eine Möglichkeit zu haben, noch mehr andere Projekte kennenzulernen. Also ich fand es heute ganz cool mit den 20-Minuten-Talks auf der Bühne, wo sich audioguide.me und sowas einfach mal ganz kurz vorgestellt hat. So klar kann man das im Gespräch kennenlernen, aber wenn sich jemand vorne hinstellt, ein paar Slides hat und was zu seinem Projekt erzählt, lernt man es doch nochmal anders kennen. Was ja ein ganz populäres Format für sowas ist, sind ja jetzt so diese 30-Sekunden-Tracks oder irgendwie 2-Minuten-Tracks, wo man dann... Ich möchte aus einer E-Mail zitieren von Herrn Pritlove, das macht mich nervös. Na. Also wo dann wirklich jeder nur 3 Slides machen darf, die sind alle vorher vorgeladen und dann steht hier eine lange Reihe und jeder hat halt irgendwie 30 Sekunden Zeit, seinen Teil mal zu pitchen. Könnte man auch mal, also ich habe so im akademischen Umfeld ist das mittlerweile ausgesprochen en vogue und alle haben da auch mal viel Freude dran. Könnte man vielleicht kombinieren so als Alternative zur Vorstellungsrunde am Anfang? Also auf 5 Minuten würde ich mich vielleicht noch runterhandeln lassen. 30 Sekunden finde ich jetzt echt... flatterhaft. Ich meine, also das haben wir ja im Prinzip hier am Anfang, haben wir das ja eigentlich so. Also willst du dann dasselbe nochmal machen? Ja, aber halt ja, in die Stadt dessen, aber halt irgendwie mit Slides, so, das sind irgendwie meine Projekte und so sieht es in etwa aus. Also, aber dann mit einem Rechner. Mit einem Rechner, ja klar. Auf dem ist halt alles genau, also Slides vorher einreichen, ja, nicht, ja, klar, und dann so Lightning Talk mäßig, Projektvorstellung. Genau. Ja, wobei ich auch sagen muss, die 2 Talks zu Podcasts und wie die arbeiten, wiederum, das hat dann so die Geschwindigkeit, die ich gut finde, dass man sozusagen auch mal wirklich so in das spezifische Wesen einer Gesamtarbeit eintaucht. Also gut, das widerspricht dem jetzt nicht, das ergänzt das in gewisser Hinsicht. Kurze Anmerkung noch zu diesem Podlove. Ich weiß nicht, es gibt da offensichtlich Missverständnisse. Also erstmal Reaper und so, das heißt Ultraschall, das heißt gar nicht Podlove, ja, das sind die anderen. Und wenn du etwas tiefer eintauchst, wir haben da so eine, irgendwo auf unseren Rechnern schlummert auch so eine Matrix von so verschiedenen Geheimorganisationen, deren Namen wir teilweise bisher preisgegeben haben und irgendwie sehr interessanten Verstrickungen und personellen Über- und Unterschneidungen. Ansonsten
Podlove versteht sich ja sozusagen auch als Community-Projekt. Also es ist ja sozusagen nicht nur die Software, sondern das ist wir wollen halt Infrastruktur schaffen, aber eben das nicht nur im Hinblick auf Software, sondern eben auch auf Standards und eben auch auf diese Veranstaltung. Von daher gehört das dazu. Da mag es aber noch so ein Missverständnis geben. Ich weiß nicht, ob man das noch ausgeräumt bekommt und ob wir uns einen anderen Namen überlegen müssen. Im Zweifelsfall haben wir zumindest genug Tarnorganisationen, mit denen wir das dann irgendwie noch umbenennen könnten. Frage, mit was schneidest du denn? Also was wäre denn jetzt sowas, was du beim nächsten Mal, wenn du da bist, anbieten könntest als Session? Adobe Audition. Ja, hat also noch keiner gezeigt. Da freut sich Ralf, glaube ich, weil der möchte das unbedingt kennenlernen. Genau, das machen in den USA mal ausnahmslos alle und das wäre mal sehr interessant, das hier mal zu haben. Also auch da bitte wieder meine Aufforderung ernst nehmen, reicht Sessions ein. Also das ist kein Scherz, sondern ihr gestaltet das hier. Also das sind nicht wir, die hier stehen und sagen, das muss jetzt gemacht werden, sondern wenn wir Vorschläge haben, dann gucken wir auch, dass wir die unterbringen. Und die Sessions macht ihr sowieso in der Eigenplanung. Außer Dennis verhängt sie. Außer Claudia verhängt sie, wollte ich gerade sagen. Wir schieben uns das jetzt so ein bisschen hin und her, ne? Ja, nee, aber das ist halt das Ding. Ich meine, diese Veranstaltung, ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, über die 6 Male bestimmt so 200-300 Leute, also unterschiedliche Leute da gehabt. Mit vielen Wiederkehrern, manche nicht, warum auch immer. Und ich habe schon den Eindruck, dass es sich über diese Zeit schon extrem diversifiziert hat. Also dass wir einfach schon sehr viel breiter sind. Ich meine, das fing mal an wirklich als Developer-Meeting, wo es wirklich ausschließlich um die Podlove-Software ging. Davon sind wir ja mittlerweile weit entfernt. So, weitere Anmerkung? Ich hätte noch so einen Videotipp. Wir hatten auf dem 15a hatten wir den, ich habe den Namen leider vergessen, aus Schweden zum Thema Hindenburg da. Leider heute nicht da, aber gibt es auf YouTube noch den Vortrag, den finde ich auch ganz praktisch. Also Videotipp. Und Claim is Self-Promotion auf den YouTube-Channel, da gibt es noch ganz mehr Videos. Ja, auch ganz tolle Veranstaltung, erneut. Ich fand den Samstagvormittag für mich sehr interessant, weil der eben zeigt, dass diese Veranstaltung jetzt auch schon, wohl zu viel um die Zukunft geht, auch schon eine Vergangenheit hat und dass eben nicht irgendwie alle Wege zum Ziel führen oder sich dann auch so Abzweigungen bilden, also was jetzt so Instacast betraf oder überhaupt die ganzen Sessions am Samstagvormittag, sowas finde ich extrem. Fail Culture. Ja, aber überhaupt mal zu sehen, dass eben nicht immer nur gerade Wege dabei rauskommen und das ist eigentlich, das fand ich eigentlich auch so mal interessant zu sehen. Tja, wenn das Kongressmotto nicht haben wollte, haben wir es übernommen, wa? Bitte was? Das Fail-Motto haben wir jetzt übernommen. Ach so, ja. Da sollten wir uns auch mal ein Motto geben. Wir nehmen dann immer die abgelehnten Kongressmottos und glänzen damit. Das hätte ihr Motto sein können. Doch, irgendwie schon. Doch. Vor allem, wir sind immer früher so. Ne? So, noch ein paar Newcomer, bitte. Bisschen was erzählen. Wer war noch nicht? Du warst schon. Ah, da. Ja, bei mir fällt es ein bisschen allgemeiner aus. Also ich war auch zum ersten Mal hier und sowas wie dieses Konzept der Selbstorganisation bei so einer Veranstaltung habe ich bislang noch nicht erlebt. Ich bin extrem begeistert von dem ganzen Wochenende. Ich fand es jetzt auch nicht so Podlove-lastig oder so. Es war von allem Möglichen was dabei. Ich fand auch die Samstagabend-Unterhaltung äußerst grandios. Wobei ich da auch so ein bisschen in der Bubble bin als Anfänger. Es waren ziemlich viele Insider drin. Ich habe aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Wärst du auf den ersten 5 Workshops gewesen? Ich versuche die Zeitmaschine ins Laufen zu kriegen. Es will noch nicht. Aber auch, dass der Freitagabend eben frei war, hier zum Kennenlernen und zum Quatschen und so weiter, das sollte meiner Meinung nach auch so bleiben. Und wenn es passt, bin ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Besten Dank euch. Das war's schon. Ihr seid Podcaster, redet ins Mikro. Eure Gelegenheit. Das kann echt doch nicht alles sein. Sind einfach alle fertig. Ich bin auch fertig. Da hinten, ich komme mal. Ha, du nimmst einen, ich nehme den anderen. Ja. Ich habe hier Slotlänge, Pausengong und Mistgabel. Das kann doch nicht alles sein. Klarer Fall von nicht geschimpft ist gelobt genug. Deswegen wollte ich eigentlich nichts sagen. Nein, Spaß. Es war wieder grandios. Es war jetzt insgesamt mein 5. Also abgesehen vom 1. habe ich, glaube ich, alle Workshops mitgemacht.
Ich war gestern von meiner Barcamp-Session extrem überrascht, wie konstruktiv das dann doch geworden ist, obwohl ich erst das Gefühl hatte, da kommt gar keiner. Und ja, mal sehen, was draus wird. Ja, es war wieder viel zu kurz, aber gleichzeitig auch irgendwie genau richtig. Also bleibt bei den Freitag als Anfang mit 16 Uhr. Ich habe es zwar selber nicht ganz genau auf 16 Uhr hierher geschafft, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein schöner Zeitpunkt hier anzukommen, erstmal alle zu begrüßen, um dann eben halt hier in das Wochenende gleich reinzustarten. Und da ja auf Freitag dann schon Sessions geplant worden sind, ist das dann eben halt auch schon Arbeit, die wir am Samstag nicht mehr machen müssen. Und uns dann eben halt auch mehr Zeit einräumt. Ansonsten, wir hatten ganz spontan ja auch am Samstag eine Session zu Meetups gemacht. Das ist ja auch eine Sache, die hier vor zwei, drei Workshops irgendwie so ein bisschen auch angeregt worden ist. Da hatte ja Claudia auch nochmal so ein bisschen den Fokus drauf gerichtet. Hat sich ja auch mittlerweile in ziemlich vielen Städten irgendwie gebildet. Und also aus Hamburg kann ich einfach nur sagen, ist eine Bombengeschichte. Wir haben uns auch hier so über den Potluck-Workshop gefunden und das baut sich aber in Hamburg auch gerade ganz gut aus. Also ist vielleicht auch eine ganz gute Geschichte, dass ihr einfach das mal im Auge behaltet und das bei euch lokal so ein bisschen vorantreibt, dass dann zwischen den Workshops und den Kongress und so weiter, wo man sich ja auch über den Weg läuft, dann halt irgendwie die Zeit nutzt, lokal vor Ort mal irgendwie so ein bisschen was aufzubauen. Ja, und ansonsten macht das hier so, wie es läuft, einfach weiter. Also ich finde es genau richtig. Support your local podcast bubble. Ich hätte mal eine Frage in die Runde. Oder, Claudia? Hast du gerade irgendwas? Ich hätte auch noch eine Frage. Also einmal will ich wissen, was Anni jetzt macht, wenn ich mich neben ihn stelle und er das tun muss. Und zum anderen, wir hatten ja ein bisschen die Diskussion gestartet, nämlich auch von Anni, wie wir das machen mit den Workshop-Sessions, ob wir die aufnehmen noch oder aufzeichnen. Also gibt es Folien, gibt es da irgendeinen Bedarf? Genau. Und das würde mich mal interessieren, wie ihr das jetzt so einschätzt. Also waren das eher Diskussionsrunden jetzt, in denen ihr wart und es ist eigentlich besser, dass die nicht aufgezeichnet werden? Gibt es da einiges, wo schade ist, dass es verloren gegangen ist? Und wie sieht dann eigentlich so der ideale Weg fürs nächste Mal aus? Hier vorne, Sven. Also da wäre wahrscheinlich Best of both worlds, das Beste. Es gibt manche, da ist es mehr Diskussion. Da wäre es vielleicht interessant, dann, wenn derjenige, sei es zum Beispiel wahrscheinlich TJ jetzt, das für sich nachhaltig festhält über einen Audio-Recorder. Aber gerade zum Beispiel das Schneiden, was ja jetzt leider heute wegen technischen Problemen nicht geklappt hat, aber was eben solche Sessions ganz interessant macht, dass die vielleicht noch für die Nachwelt festgehalten werden. So die Aufnahme davon, genau, hat geklappt, ja. Zum Beispiel. Schon an? Ja. Das mit der Aufzeichnung von den Sessions finde ich von daher noch interessant, dass es nun mal Überschneidungen gibt, man nicht überall sein kann. Es gäbe also durchaus ein, zwei Sessions, wo ich sagen würde, davon würde ich mir gerne die Aufzeichnung angucken, weil ich nun mal in einer anderen drin war. Und mal schauen, was in der anderen Session los war. Also dieser kleine Punkt spricht für mich noch für eine Aufzeichnung. Was ja generell so eine Fragestellung ist, verändert, also es gibt ja auch bestimmte Arten von Debatten, die man jetzt vielleicht mal nicht aufgezeichnet haben will und wo man dann sozusagen auch mal anders redet. Ja, also wenn man immer weiß, dass das Mikrofon mitläuft, dann hat das einfach immer gleich was von potenzieller Öffentlichkeit und das ist halt auch etwas, was wir explizit ermöglichen wollen. Deswegen haben wir es dieses Jahr sozusagen so ein bisschen so optional gemacht, aber haben da keine, ich weiß nicht, wie war denn das jetzt Setup? Hatten wir hinten die Box? Ich kann es ja mal kurz erzählen. Genau, Anni, erzähl also, du doch mal, genau. Wir hatten einmal in Alphabet eben einen Framegrabber, der den Bildschirm hätte mitschneiden können, war halt relativ offen gestaltet, was dazu führte, dass manche Leute dann einfach umstecken, was zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel bei deinem Workshop, wurde das HDMI-Kabel direkt in den Beamer gesteckt, was ja, man dann das Ding immer ausgefallen ist. Was wir erst während Ralfs Workshop gemerkt hatten. So, und in solchen Fällen, also ich hatte zwar gesehen, dass manche da auf Twitter dann irgendjemand von euch gemenschen haben, aber da hätten sie halt mich irgendwie direkt erreichen müssen, dann kann ich dann nachschauen, was da los ist. Aber in dem Fall hat es halt dann die Aufnahme da, die Aufnahme zerstört. Aber sorry. Er macht, Ralf weiß, wie man Screencast macht. Also das, ich denke, das ist nicht so schlimm in dem im konkreten Fall. Es wird halt jetzt wieder zwei, drei Wochen dauern, aber ja. Ansonsten hatte ich mit Audio, also mit Audio Aufnahmen. Setz dich schon mal hin und mach schon mal. Fremdbestimmte Zeittaktung. ich hatte aber auch Audioaufnahmen, die sind eigentlich sogar in einem anderen Saal relativ
gut durchgegangen, soweit ich das gesehen habe. Muss man jetzt mal auswerten, ich in Auphonic schmeißen, schauen, was da rauskommt. Für mich ist das Experiment also noch nicht abgeschlossen. Muss man halt mal schauen, wie man das dann aufarbeitet und in welcher Form und ob das alles an mir hängen bleibt ob man das irgendwie auf mehrere Leute verteilen kann. Mich hat es auch gewundert, dass ich hatte mal testweise am ersten Tag einfach nur einen Rekorder auf den Tisch gestellt, ob den jemand einschaltet und benutzt. Anscheinend haben sich die Leute doch nicht getraut, keine Ahnung, also mal schauen, wie man das dann nächstes Mal einfach macht. Es ist halt auch, also was ich noch so immer als Denkanschluss mit reingeben würde, ist, man hat eine Diskussion, die hat man dann vielleicht auch einigermaßen abgeschlossen unter den Teilnehmern und jetzt veröffentlicht man die und dann wollen natürlich Leute, die das hören, dann auch mitdiskutieren und das erfordert dann auch wieder ein bisschen Disziplin in der Nachbereitung und in der Pflege derjenigen, die teilgenommen haben, um dann auch weiter diese Debatte zu führen, auch online zum Beispiel, und das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, möchte ich nicht sagen, aber hat schon eine Bindung, die dann da auch reinkommt, die man dann auch ernst nehmen sollte, weil wenn man dann das einfach rauspustet und dann reagiert man nie wieder drauf, bringt es auch nichts. Ja, also es wird halt dann im Sendegate in den Threads verlinkt sein. Also wie gesagt, für mich ist es ein Experiment und wir müssen einfach schauen, was dabei rauskommt. Ja, wir können ja gerne weiter experimentieren. Genau, also der Stand der Dinge ist, hier wird mit zwei Kameras gefilmt und das wird alles öffentlich veröffentlicht und in dem zweitgrößten Raum gibt es die Option, Audio aufzunehmen, wenn man es will, und es gibt die Option, Audio mit Bildschirm, also Beamer-Inhalt aufzunehmen, wenn man das will, und das muss man mal gucken, ob das ausreicht und ob das sich organisatorisch auch so kommunizieren lässt, dass es dann auch benutzt wird. Ansonsten bei Sessions, die auf eine Präsentation setzen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Veröffentlichung dieser Präsentation auch eine gute Erinnerungsstütze wäre und als Basis darstellt. Das ist, wie auch bei manchen schon online verfügbar ist. Also man kann doch im Sendegate-Dateien hochladen, oder? Ja, wobei, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht Videodateien irgendwo, also die sollte man irgendwo PDFs anders abwerfen. Ich hätte noch mal eine Frage. Müssen wir politischer werden? Ich hatte den Eindruck, dass der Rand, den Georg gehalten hat am Samstagvormittag, darüber hätte man eigentlich schon noch eine ganze Menge reden können. Auch das, was Tim am Ende seiner Keynote hatte, mit den, wie sieht das jetzt eigentlich alles mit den Gated Communities aus, so im Podcasting-Bereich, gefällt uns das nicht. Nur gibt es nichts Schlimmeres als irgendwie so Talk-Runden, in denen irgendwie die Sache dann auch nicht so richtig zum Ziel geführt wird. Aber was mir diesmal ein bisschen so gefehlt hat, ich hätte darüber irgendein gerne Format gehabt, wo ich da jetzt mal auch beispielsweise meinen Senf hätte zugeben können, jenseits von, man spricht halt Leute dann irgendwie mal halt direkt an. Ist das so eine Ebene, wo man nochmal so eine Format-Innovativ-Debatte für bräuchte? Also sprich nicht nur Unterhaltung, sondern auch mal ein hartes Politformat, so, wo wollen wir strategisch hin? Oder ist das etwas, was man ja lieber raushält, im Sinne von, jeder kann hier seine Meinung reintakten und dann muss damit jeder aber machen, was er möchte. Und ansonsten bleibt man eher so an der Sache und macht so klar inhaltsbezogene und weniger meinungs- oder strategiebezogene Geschichten. Ich finde das sehr gut. Vielleicht kriegt man es ja hin zum nächsten Workshop, Leute ranzubekommen, die vielleicht bei den Gated Communities arbeiten. Also wenn man vielleicht jemanden kriegen könnte, der bei Google Play oder bei Deezer etc. vielleicht was aus deren Perspektive erzählen kann, dann ist es, glaube ich, sinnvoll. Wenn wir einfach nur so von außen da drüber diskutieren, bin ich mir nicht sicher, ob wir da weiterkommen. Mir wurde das jetzt nicht ganz klar, Ralf, was du da jetzt genau im Kopf hattest. Also eine Session, wo wir uns darüber auseinandersetzen, was es bereits an Podcasts gibt und was es da vielleicht so an Manöverkritik dran gibt oder überhaupt insgesamt politisch sein hier? Naja, also nehmen wir jetzt mal das, was halt Georg so gesagt hat. Da könnte ich ja jetzt beispielsweise die Position vertreten, dass das meiste von dem, oder nein, ich lege mich fest, alles von dem Unfug ist. Ja, und ich sehe das komplett anders. Wenn man es aber nicht vorher eingereicht hat irgendwo als Session, ist es halt in der Planung einfach nicht drin. Ja? Also sprich, es bleibt dann bis zu einem gewissen Grad halt einfach jetzt so dreuend und
im Raum stehen. Auf Twitter hat es ja durchaus Resonanz gegeben. Es gab also von Leuten, die nicht hier waren, durchaus mehrere Statements. Oha, da hat Georg aber mehrere wirklich wichtige Punkte angesprochen. Fand ich auch. Aber uns fehlte jetzt irgendwie eine Handhabe, damit umzugehen hier. So, das stört mich irgendwie ein bisschen. Da fühle ich jetzt so einen Phantomschmerz. Also ich finde es prinzipiell, oder bin ein Mensch, der eben halt politisch ist und fände es natürlich schön, wenn irgendwie politische Sachen hier Einzug erhalten. Ich finde es auch sehr begrüßenswert, wie sich da zum Beispiel auch der C3-Kongress entwickelt hat, der ja auch in den letzten Jahren sehr politisch geworden ist, sehr viele politische Talks auch irgendwie so mit reingebracht hat, was natürlich auch die ganze Problematik, die wir so mit Datenschutz und so weiter erleben, wahrscheinlich auch vorangetrieben hat. Ich denke aber, das ist eine Sache, die sich auch dann hier entwickeln muss. Und klar, wenn da Leute Bock haben, irgendwie politische Sessions zu machen, fände ich das begrüßenswert, würde ich auch gerne hingehen, würde ich mich auch dran beteiligen. Ob das zwangsläufig sein muss, nö, das muss sich entwickeln. Also das, wir sind da halt auch gestartet irgendwie, so wie Tim das ja auch vorhin gesagt hatte, als eine recht technische Angelegenheit hier. Wir haben die ersten Podlove-Workshops uns ja sehr viel mit Technik auch auseinandergesetzt, wodurch ja auch dein Ultraschallprojekt und so weiter dann ja so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das Stadium haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen verlassen, wie wir auf den letzten Workshops festgestellt haben. Wir gehen jetzt schon mehr dabei, uns damit auseinanderzusetzen, was für Formate und für Inhalte könnte man überhaupt in einem Podcast transportieren. Und ich denke, so eine ähnliche Entwicklung wird eben halt auch, was politische Sachen angeht, hier einfach langsam irgendwie mit der Zeit Einzug erhalten. Aber das wird sich, glaube ich, von selbst ergeben. Von daher würde ich das Ganze einfach mal erstmal laufen lassen. Vielleicht würde ich es nicht so politisch framen, sondern eher so Reibung zulassen, Reflexion und so weiter. Es ist halt die Frage, findet man ein Format, was quasi hier wir gestalten und jemand wie Georg, der ja auch so ein bisschen hier rauskommt, sage ich mal so, zumindest bei den Workshops schon viel dabei war. Wir hatten vorhin den Begriff der Folterbubble aus Versehen. Aber es geht natürlich um die Idee der Filterbubble. Also die Frage ist halt so, will man hier Leute reinziehen und mal endlich zum Gespräch bringen und warum hilft er uns denn nicht und warum klappt das immer alles nicht, ist so die eine Sache. Oder will man nicht einfach das auch nutzen, den Blick von außen, so sehe ich meine Rolle ja auch ein bisschen. Also dass ich immer mal versuche, Blicke von außen euch auch wiederzugeben, ob man da nicht hier in Berlin Akteure findet, die, keine Ahnung, die viel mit, weiß ich nicht, Audio, Radio oder irgendwas mal zu tun haben, die hierher kommen und mal so ein kleines Duo-Gespräch vorne mitmachen. Das kann ja auch nur ganz kurz sein, ja. Ich meine, dafür seid ihr hier am Standort. Ich glaube, das wäre schon sinnvoll, quasi diesen Spiegel von außen auch mal zu haben. Der kann zu Reibung führen, der kann aber auch dazu führen, dass man vielleicht mal ein paar Missverständnisse abbaut. So, das ist, glaube ich, das eine. Oder vielleicht auch einfach mal sagen, naja, wo können wir denn selber irgendwie sozusagen noch ein bisschen Verbesserungen führen? Ich würde es nicht so sehr politisch framen, aber Reflexion, Blick von außen, Folterbubble überwinden. Melanie hat noch was. Also was ich noch anmerken möchte, ist, dass ich die Ausdehnung auf 3 Tage sehr gut finde. Ich finde den Ablauf der Sessions mit den Selbstgestalteten am Nachmittag gut. Ich glaube, es ist die beste der Möglichkeiten, die es gibt. Man kann natürlich immer drüber nachdenken. Ich finde den Punkt, den der Ralf angesprochen hat, sehr interessant, über den ich auch selber nachgedacht habe, insofern, als dass wir ja alle, wenn man so diese als Zeitcluster die Zeit zwischen den PPWs nimmt, wir alle, auch wenn wir alle sehr unterschiedliche Angebote haben als Podcasterinnen und Podcaster, mit Dingen konfrontiert sind, die wir alle gemeinsam haben. Das ist zum Beispiel jetzt diese Sache mit den Plattformen, die jetzt plötzlich alle Podcasts hosten wollen oder wie auch immer das dann passiert. Es gibt diese Nischendiskussion, es gibt diese Metadatengeschichte, es gibt die Frage nach, was ich vom letzten BPW zum Beispiel mitgenommen habe, war so irgendwie dieses Nachdenken darüber,
sollen wir von diesen Gesprächspodcast-Formaten ein bisschen wegkommen, mehr mit gebauten Beiträgen arbeiten? Sollte man da vielleicht mehr drüber nachdenken? Vielleicht könnte man sowas, was so dominant war bei einem BPW, bei einem nächsten wieder irgendwie versuchen aufzugreifen. Die Dinge, die der Georg angesprochen hat, die wären natürlich diskussionswürdig. Es wäre auch sicher spannend, das so in einer größeren Runde zu besprechen. Die Frage ist eben nur, wo finden wir die Zeit dafür, wenn die Vorträge da sind? Jetzt hat sie zu den Vorträgen selber, auch wenn sie jetzt nicht polarisiert haben, sage ich mal, Fragen gegeben, für die auch schon wenig Zeit war. Ich glaube, unterm Strich ist es ein Zeitproblem, aber ja, man könnte drüber nachdenken. Ebenso diese ganz dominanten Punkte, die für viele Podcasterinnen relevant sind, vielleicht irgendwie versuchen, denen irgendwo einen Raum zu geben, auch wenn ich weiß, dass es schwierig ist. Aber insgesamt wieder sehr gerne da gewesen, hat viel Spaß gemacht und danke für alles. Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwann auf die furchtbare Idee kommen, Panels zu veranstalten. Also da bin ich echt raus. Ja, ich kann das einfach nicht ertragen, wenn dann irgendwie so für so einen kurzen Zeitpunkt dann so ein brisantes Thema diskutiert wird und am Ende enden diese Panels immer mit demselben Satz. Kennt ihr den? Ja, selbstverständlich konnten wir jetzt in dieser kurzen Zeit dieses Thema nicht vollumfänglich diskutieren, aber ich denke, es gab einige Gedankenanregungen. Wir werden sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt das noch weiter aufgreifen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann es nicht mehr hören, das ist einfach furchtbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist einfach nicht der richtige Raum. Ich will jetzt nicht sagen... Mit diesen schönen Worten beenden wir das. Ja. Sorry, also meine Reibung, finde ich, ist auch da so, das ergibt sich alles und insgesamt sind wir hier, glaube ich, auch weiterhin auf dem richtigen Weg. So, haben wir jetzt unser Pulver schon verschossen? Ja? Claudia ist durch, Ralf ist auch durch. Dennis? Ne? Ja, dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen fürs Kommen. Ich habe auch noch eine Bitte oder zwei. Nämlich, habe ich schon auf die T-Shirts hingewiesen? Wir haben noch T-Shirts. Der nächste, der PPW 16a. Genau, der PPW 16a, weil... Wir denken bis dahin noch über Namen. Nach dem Workshop ist vor dem Workshop. Der Termin wird voraussichtlich der 29. April bis zum 1. Mai sein. Da haben wir sozusagen nicht das Geschenk des freien Freitags, aber es scheint ja offensichtlich auch so zu gehen. Die Abschlussveranstaltung wird draußen in Kreuzberg sein. Genau, am Abend gehen wir dann gemeinsam noch Mollys bereit. Werfen. Das ist dann halt wieder vor der Republika, wobei ich glaube, diesmal fängt die Republika tatsächlich am Montag an, oder? Genau, also es geht da sozusagen unmittelbar in die Republika über. Ich glaube, statistisch ist es so, dass die Beteiligung an dem Workshop etwas höher ist, wenn es von der Republika ist. Also schauen wir mal, was für ein Wachstum sich da einstellt. Grundsätzlich, also gerade so, was Daniel gerade meinte, mit mir fehlt ja das. Wenn euch sowas auffällt, ja, sprecht bitte die Leute an, sprecht bitte Gruppenorganisationen an, motiviert sie hierher zu kommen, erzählt denen, wie das hier ist, dass es hier nicht nur um Potluck oder nur um Technik oder so geht, sondern dass das hier einfach ein sehr lebendiges Community-Projekt ist, was einfach das Lernen hier kultiviert. Und ja, außerdem, wenn ihr jetzt sozusagen so viel hier mitgenommen habt, dass ihr da Mitteilungsbedürfnis entwickelt in Form von Blogpostings oder sogar Podcast-Beiträgen, ja, dann schreibt das bitte ins Sendegate rein, dass wir da so eine kleine Linksammlung haben, quasi als Nachlese. Und empfehlt natürlich die Aufzeichnung und das Hierherkommen bei euren Freunden und Mitpodcastern. Ja. Wo machen wir denn den nächsten? Hier wieder? Ja, also wir haben ja bisher kein nennenswertes Kapazitätsproblem und solange wir hier halt noch reinpassen und hier auch noch willkommen sind, ist das jetzt hier erstmal die Location der Wahl. Es hätte jetzt auch gar nichts anderes in der Hinterhand. Von daher ist es gut, dass wir kein explosives Wachstum hier hinlegen oder wie der Kongress wachsen oder so etwas.
Ja, trotzdem wollen wir das natürlich auch spannend halten und verbessern. Danke ans VOG, speziell an Andi hier für den Aufwand mit dem Recording, dem Betreuen der ganzen Sache. Das ist immer sehr hilfreich. Solltet ihr im Raum Berlin Veranstaltungen machen, dann lauft doch mal zum Gaumensupport, wenn euch das Essen gefallen hat. Die sind immer sehr flexibel und dass es lecker ist, hat sich ja eh gezeigt. Ja, dann vielen Dank. Und jetzt könnten wir noch ein bisschen organisatorische Abbauplanung betreiben. Ja, ansonsten vielleicht, was wir jetzt auch gar nicht diesmal als Workshop drin hatten, man sieht sich hoffentlich auf dem Kongress. Ah ja, richtig. Und wir werden insbesondere über, ja, ich denke mal, vielleicht können wir doch die Mailingliste missbrauchen und ansonsten aber im Sendegate nochmal dann hoffentlich bald etwas strukturiert darlegen können, was und wie genau wir uns da vorstellen, vor allen Dingen, was und wie ihr da alle partizipieren und helfen könnt. Wir werden das ähnlich wie jetzt im Vorfeld des Workshops, allerdings jetzt mit ein bisschen mehr Vorlauf, auch wieder abfragen, was für Session-Ideen ihr habt, weil wir da auch wieder ein gemischtes Programm mit Vorträgen, also Bühnenbespielungen und Sessions machen wollen. Wir haben auch jetzt schon ein paar Ideen zu eben Einsteiger-Workshops, die man dann ein bisschen länger macht und wo es dann eben auch eher so in einen Podcaster-Patin, Podcasterinnen-Patin-Geschichte reingeht, also ähnlich wie die Chaos-Patin, also wie man innerhalb von einem Tag vielleicht dazu kommt, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen und das alles von WordPress, das wir alle nutzen, über Ultraschall, das wir alle nutzen und das Wortlauf, das wir alle nutzen, dann irgendwie an den Start zu bekommen. Genau, ist es auch noch nicht so ganz, also es ist, ist alles noch nicht so richtig in Stein gemeißelt, aber wir wollen eine etwas größere Präsenz haben als zuletzt, also nicht extrem viel größer, aber etwas größer. Das muss noch final abgesprochen werden. Wir bieten uns quasi auch als zusätzlicher Workshop-Ort an. Das heißt, wir wollen dann auch so Veranstaltungen wie Junghackertag und eben auch die Aktivität der Chaos-Patinnen nutzen und uns dann in diesem Bereich besser vernetzen. Und wie, glaube ich, eingangs schon erwähnt, wir wollen halt auch, wir hätten halt gerne eine etwas intelligentere Bühne. Also wir experimentieren ja im Rahmen dieses Sendezentrums nicht nur mit diesen möglichen Formaten und Show-Varianten, die da ja ganz gut funktionieren, sondern wir wollen auch mit diesem ganzen Technik-Setup so ein bisschen experimentieren, immer so mit diesem Ziel, möglichst low-cost, sehr flexible Aufbauten zu machen. Da kommt dann halt sehr viel mehr so Video und was läuft auf dem Bildschirm und wo kann man das sehen etc., dass man eben auch wirklich eine sehr viel intelligentere Sendungsführung machen kann. Dafür brauchen wir aber Unterstützung, weil dieser Kongress ist einfach sehr kräfteraubend. Hier lässt sich das so ein bisschen, ja, also umgebracht haben wir uns nicht für diese Veranstaltung. Es frisst natürlich ein bisschen Zeit, aber der Kongress hat einfach ganz andere Dimensionen, allein schon durch diesen 24-Stunden-Charakter. Das hört ja irgendwie nie auf da. Wir brauchen einfach Mitstreiter, die sich da committen und sagen, hier, ich mache einfach an den und den Tagen ein paar Stunden einfach diese Bühne mit, ich verstehe das auch, bin ansprechbar, wenn also irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt der Rest gerade im Delirium ist oder sonst irgendwo auf dem Kongress hängen geblieben ist, dass es da halt nicht einschläft. Ihr habt ja gestern Abend im Quiz den Stageplan gesehen, den wir letztes Jahr hatten. Das wird Kindergarten gegenüber dem, was wir dieses Jahr da auffahren. Und wenn wir Glück haben, wird der Stageplan dieses Mal nicht nur 20 Minuten der Realität entsprechen, sondern vielleicht auch 25 Minuten. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und begeben uns postwendend in den Abbau. Wenn jemand beim Aufbau schon da war und ungefähr weiß, wie es vorher ausgesehen hat, fühle er sich schon mal verantwortlich oder sie ein bisschen zu sagen und anzuleiten. Genau, Renke weist gerade darauf hin, neben der Tür unter anderem steht der Status quo, in dem wir es wieder reinversetzen müssen. Und da? Oh. Ah, da, so viel. Ach, ich bin durch. Genau, also es hängen hier so Zettelchen mit Bildern drauf und Listen, was wohin sollte. Auch die anderen Räume bitte mal, also Synkope, Abakus und Alphabet mal durchgehen und auch da vielleicht wieder einen Zustand herstellen, der dem Original entspricht oder nahe kommt. Und ansonsten weiß ich, Katrin ist immer sehr gut darin,
das zu sagen, was noch nicht so stimmt und was noch nicht das Pausbild des Eingangs ist. Und ich glaube, Jeanette. Die schaut dann auch streng. Ja, schon. Jeanette hatte Bilder gemacht von den Fotowänden, also von den Wikipedia-Wänden. Da müsste sich auch ein Team finden, um die Magnetwände wiederherzustellen. Und da könntet ihr euch mal zusammenfinden. Und ansonsten fällt mir. Könnte man auch so ein bisschen rumfegen, wenn irgendwie größere. Also sollte irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie noch irgendein besonderer Dreck entstanden sein durch Kaffee oder so, so eine Sachen. Und ihr müsst jetzt vor allem auch noch nicht jetzt gleich hier rausrennen. Also wir planen jetzt hier einfach entspannte Abbau und wenn wir irgendwie um 20 Uhr fertig sind, dann ist alles supi. Und wie gesagt, dann später, wann machen wir das dann mit dem Wow? Dann um 20 Uhr oder was? Ich würde sagen, also ich würde da keine feste Gruppe, also wenn wir wirklich ins Wow gehen, wenn wir das jetzt von Anfang an sagen, gehen wir da einfach hin, wenn wir hier fertig sind. Dann werden ja die Leute, die da mitgehen möchten, auch noch hier sein. Und also wenn ich mehr hier sein will, aber auch nicht wirklich woanders, dann könnt ihr einfach dann darüber in dieses Wow diffundieren, wo sich dann sozusagen im Laufe des Abends immer mehr Leute anfinden werden. Genau, weil aber, Essen haben wir jetzt keins mehr im Angebot. Außer natürlich hier die Reste, ihr könnt euch gerne Kekse, Kuchen und was da noch so ist für euren Kühlschrank mitnehmen, auch gerne. Ja, und dann, das war's eigentlich, oder? Tschüss, oder? Genau. Ah, die Schildchen. Das ist mein beliebter Spruch der Win-Win-Situation. Ihr müsst sie nicht wegwerfen und ich muss sie nicht neu kaufen. Lasst sie einfach hier. Vorne am Eingang stehen die Teile und da könnt ihr sie wieder reinstellen. Genau, jetzt sagen wir Tschüss, oder? Ja. Vielen Dank, geht raus, macht schönes Zeug. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.